Ja, war ein geiles Gefühl. Ich habe da ja letzte Saison meinen Kurzeinsatz gegen Gladbach gehabt, dann wieder einen großen Rückschlag einfach gehabt. Und ja, jetzt bin ich voll da, fühle mich gut und vor allem fühle ich mich so fit und bereit, der Mannschaft auch zu 1000% zu helfen. Ich habe mich gut gefühlt, nach so einer langen Zeit wieder auf dem Platz zu stehen. Ja, war schon schön, habe mich natürlich auch gefreut, aber am Ende war es leider nicht so, wie man sich das erhofft hat. Aber Ilhoy Belhanda für die TSG an der Alten Försterei hat bislang in allen vier Spielen immer geklappt. Wieso triffst du so gerne in diesem Stadion? Stimmt, ich weiß auch genau nicht, woran es liegt, aber ja, es freut mich natürlich, dass ich so der Mannschaft helfen kann. Aber wenn es so immer bleibt, dann ist es natürlich schön. Dann spielst du so eine gute Halbzeit, aber 45 Minuten so aufzutreten reicht halt einfach nicht. Und dann ja, kriegst du dann zwei ja, Standardtore, die du so einfach nicht kriegen kannst. Und ja, deswegen ist es dann umso bitterer, dann ja, mit leeren Händen dann wieder zurück hier nach Zuzenhausen zu kommen. Aber ja, heute sind wir enttäuscht, riesig enttäuscht, so auch das neue Jahr zu starten. Aber ja, es geht am Dienstag gleich wieder weiter und da müssen wir es definitiv besser machen und das über die volle Spielzeit. Ja, ich denke schon, dass ja, Union in der zweiten Halbzeit schon sehr viel Druck ausgeübt haben und das haben wir einfach nicht standgehalten. In der ersten Halbzeit haben wir das ganz gut gemacht und in der zweiten Halbzeit, ja, hatten wir irgendwie keinen Zugriff am Ball und ja, es war sehr, sehr unglücklich auch. Aber das Schöne an der englischen Woche, groß nachdenken hilft nicht. Dienstag Stuttgart, da macht ihr es besser. Da wollen wir es auf jeden Fall besser machen. Ich meine, man hat ja gesehen, dass es in der ersten Halbzeit geklappt hat. Das müssen wir einfach auch über 90 Minuten so abrufen. Und dann denke ich, dass wir gegen Stuttgart auch ja, auf jeden Fall gewinnen werden und wollen.